Jo Leute, heute ein neues Video von Skorpedos in freier Wildbahn. Ich hoffe, ihr seid alle gesund, euch geht's gut. Lasst euch nicht unterkriegen. Macht das Beste aus der momentanen Zähekrise. Ja, kommen wieder bessere Zeiten. Richtig kalt heute, bin nur in Jeanshose unterwegs und das merke ich richtig, ey. Der Frühling hat noch mal so einen kleinen Einbruch gekriegt. War die letzten Tage so schön. Heute, wo ich wieder fahren kann und darf. Natürlich Scheißwetter. So ein Mist, ey. Aber das heißt Scheißwetter, das ist trocken. Und ab und zu kommt mal die Sonne da oben raus. Ich hoffe, ihr seht sie. Ja. Aber wäre natürlich schöner mit über 20 Grad. Ah, vielleicht Ende der Woche. Mal sehen. Eine Wilma freut sich auch wieder ausgeritten zu werden. Hat jetzt auch 2 Wochen pausiert. Gezwungenermaßen. Ich denke, viele von euch mussten das auch. Sicher, sicher. Heute wollte ich mal über meine ganzen Motorräder sprechen, die ich schon besessen und gefahren habe. Sind ja schon ein paar zusammengekommen. Ich bin jetzt... Ja, wie alt bin ich denn? Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? 32 Jahre alt. Mein allererstes Motorrad... Ja, da war ich noch recht jung. Ich weiß gar nicht, war ich da schon volljährig? Ich sag mal so zwischen 18 und 20. Ich kriege es nicht mehr ganz zusammen. War eine ZZR, eine Kawasaki ZZR 600. Ist eigentlich so ein ja, Sporttourer, Tourenmotorrad. Original, ja, früher war es wahrscheinlich recht hübsch. Ganz früher mal. Heute eher ein Kackfass. Aber sehr solide Technik. Meine war aber nicht original. Die war umgebaut zum Street Fighter. Naked Bike Street Fighter. Bilder davon habe ich. Blende ich jetzt mal ein. Die habe ich damals von meinem Vater übernommen. Und ja, da waren noch ein bisschen wildere Zeiten ohne Führerschein und so. Ja, die habe ich dann noch irgendwann verkauft. Erstens kein Führerschein. Zweitens damit ein kleines Malheur gehabt. Mein zweites Motorrad habe ich 2014 gekauft. Da habe ich nämlich meinen Motorradführerschein gemacht. Und dann Anfang 2015 bestanden. Ja, ich musste ein bisschen den Fahrstunden hinterher rennen. Dafür aber einen richtig guten Kurs gekriegt und ich meine mit der Arbeit und so, mit dem, wie es damals alles gelaufen ist, hat es trotzdem alles ganz gut gepasst. Ich hätte den Führerschein ganz schnell auch durchhaben können, habe dafür aber auch nur einen Bruchteil von dem bezahlt, was man sonst oder was man so hört, was andere dafür bezahlen. Ja, mein zweites Motorrad, wie gesagt, den habe ich noch gar nicht gesagt, ne? Eine Honda CBR 600. PC 31. Ich meine, das sage ich jetzt richtig. Ja, müsste PC 31 gewesen sein. Und die hat richtig Spaß gemacht. Da habe ich richtig... Da war eigentlich ein Fehler, die damals verkauft zu haben. Ist auch schon ein altes Schätzchen. Auch nicht mehr so modern. Aber die fuhr richtig gut. Der Grund, warum ich die verkauft habe, ist, weil ich auch ja, viel weite Strecken fahren muss, die nicht in den Kurven sind. Oder die nicht viel mit Kurvenfahren zu tun haben, sondern wirklich lange Strecken auf der Autobahn. Und dafür war mir das Moped irgendwie zu schade. Oder eher gesagt, das mit den Reifen war mir zu schade. Das ist das eine Thema. Das zweite habe ich damals richtig, richtig starke Rückenprobleme bekommen.
Und ja, die sind jetzt nicht besser geworden, also eher schlimmer, aber eher aufgrund meiner Gewichtszunahme. Habe ich dann die CBR damals verkauft und habe mir eigentlich das schlechteste Motorrad, was ich bis jetzt besessen habe, geholt. Und zwar eine Suzuki Bandit 600. Ich glaube, das ist sogar das erste Modell der Bandit-Reihe gewesen. Und anfangs war ich da richtig von begeistert, weil gerade Sitzposition halt so wie damals auf der ZZR, also auf den Street Fighter, nicht wie als wenn es original wäre, gerade Sitzposition und gerade für die weiten Strecken war es eigentlich ganz gut. Das Ding hatte aber mir viel zu wenig Leistung. Ich habe echt damals gedacht, dass zwischen 98 PS von der CBR zu den, ich meine 78 hatte die Bandit, irgendwie sowas. Um die 70 PS, 78 PS oder so, dass er nicht so ein großer Unterschied ist. Doch, der Unterschied ist groß. Und dadurch, dass die Suzuki Bandit ein Naked Bike war, also die komplett nackte Version, so wie die Z jetzt ja auch, habe ich ja gar keinen Windschutz gehabt. So, beim Sportmotor legst du hinter die Scheibe, kriegst nichts mit, ist halt ein bisschen ergonomischer, ne? Und bei Naked Bike brauchst du halt ein bisschen mehr Bums, um da auch genauso zügig voranzukommen. Und habe ich damals nicht bedacht. Und ja, mein Vater hat mich zwar gewarnt, er sagte, ja, das Ding ist aber nicht so zügig, ne? Und ja, trotzdem, man kennt das ja, man hört ja manchmal nicht auf seine Eltern. Habe ich mir das Ding gekauft. Ich habe auch über ein Jahr oder anderthalb Jahre habe ich die gefahren. Aber dann wirklich nur noch als Butter am Brot Motorrad, wirklich nur für diese langen Strecken, wofür ich so ein Moped gebraucht habe. Dann habe ich parallel dazu eine ZX12R von Kawasaki zu kaufen. Mit Power Commander, ich weiß nicht, die war auch mal ein bisschen was abgestimmter und so. Die hat knapp unter 200 PS gehabt. Ich glaube, original 178 PS oder irgendwie sowas. Müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Blende ich auch mal ein, das Moped. Die habe ich richtig, richtig günstig gekriegt. Und bei der Maschine, ja, die hatte auch TÜV und so weiter. Ich frage mich, wie die TÜV gekriegt hat, weil die Hinterradbremse ging nicht. Da waren einige Mängel dran. Also ich weiß nicht, wie das Ding TÜV gekriegt hat. Keine Ahnung. Weil das sah so aus, als wenn das schon Ewigkeiten rumsteht. Das Moped und ja, nichtsdestotrotz bin ich da auch gefahren, die Bremse in Gang gesetzt und aber das war ein Fass ohne Boden. Da war so viel dran, aber dazu gleich. Ich erzähle erstmal meine erste Fahrt, nachdem ich die angemeldet habe, bin ich zur Arbeit gefahren. Habe ich auch 50 Kilometer Weg, Autobahn und genau dafür ist das Ding ja perfekt. Bei dem langen Radstand und so Kurvenfahren fand ich damit jetzt nicht so geil, aber natürlich, das ging auch. Also die hat ja 100 PS mehr als meine Bandit. Also mindestens 100 PS mehr. Und Alter, war das ein Höllengerät. Ich bin zur Arbeit gefahren und da war irgend so ein BMW M, was weiß ich, schlag mich tot. Und der war rechts neben mir und hat dann Gas gegeben, Vollstoff. Und ich dachte, ja komm, da machst du mir, du hast ja schon ein paar Jahre Erfahrung. Ja, aber nicht auf so ein Höllengerät. Also ich habe mich richtig erschrocken. Ich habe mich so erschrocken. Ja klar, der BMW hatte keine Chance. Also überhaupt nicht. Ich konnte nicht vom Gas runtergehen, gar nicht. Ich habe nur noch gesehen, roter Begrenzer, du musst jetzt schalten. Hab geschaltet und also mir ging der Stift. Also ich weiß nicht, ob er so weit schon rausgeguckt hatte. Blöder Kackstift. Aber es war so ein geiles Gerät. Aber das war, ich glaube, das Ding ist zu viel für mich gewesen. Ist schwer zu beschreiben. Also, das ist schon ein richtiges Obermänner-Motorrad. Und damals, obwohl das ist auch, ja, das sind jetzt auch 4 Jahre her. Ja, viel bin ich sie nicht gefahren, weil sie dann den typischen ZX12R-Schaden am Pleuellager, an warte, was hatte sie nochmal? An Zylinder 3 unten Pleuel ist kaputt abgerissen oder irgendwie sowas. Das ist wohl irgendwie bei den ersten Baujahren öfters passiert bei der ZX12R. Genau das ist mir auch passiert. Ich weiß nicht, ich bin vielleicht 5 oder 6 Mal mit dem Ding gefahren.
dann musste ich sie leider verkaufen, weil ich einfach den Platz nicht hatte, weil ich mir zu dem Zeitpunkt noch ein drittes Motorrad gekauft hatte, und zwar eine Shopper. Hat eigentlich Spaß gemacht, so zum richtig gemütlichen Rumtuckern, und für diese Fahrten war das Ding genau perfekt. Was sich dann rausgestellt hat, als erstes war natürlich, ich habe das zügigere Fahren vermisst. Ob es jetzt Rennmotorrad wäre oder so ein Naked Bike, weil das konntest du damit nicht. Das konntest du komplett vergessen. Und was sich auch rausgestellt hatte, das war eine Intruder, also eine Suzuki Intruder VS700 US-Modell. Ich habe schon vorverlegte Fußrasten dran gemacht und so. Ich bin aber 1,90 groß und ab 70, 80 Kilometer. Ja, das war dann auch nicht mehr tragbar, weil ich glaube, ich war einfach zu groß für die Maschine. Und die habe ich dann trotz alledem noch, glaube ich, warte mal, ich habe sie letztes Jahr, wir haben jetzt 2020, ich habe sie letztes Jahr verkauft, im Spätsommer. Bis dahin hatte ich sie dann noch einmal, ja, nicht ganz auseinander, habe sie dann aber etwas ordentlicher in schwarz-seiden-matt lackiert, das sah richtig gut aus. Die originalen Sitze habe ich neu aufpolstern und beziehen lassen, war richtig super Arbeit. Also das Sitzen danach war deutlich entspannter, weil ich glaube nämlich, dass die Sitzbezüge und das Polster, das war alles noch original. Danach war es deutlich besser, ich konnte viel besser sitzen, aber halt die Position zwischen Sitzen und Beinen, entweder war es halt nicht ausgestreckt genug, weil ich halt zu lange Beine habe, ich bin ja knapp 1,90 groß, oder halt nicht angewinkelt genug, das war genau dazwischen und das war auf langer Strecke echt katastrophal. Klar, viele legen dann die Beine auf, die Fußtasten auf, das ging dann auch bis zu einem gewissen Punkt. Ja, eigentlich war das schade, weil was ich echt cool an der Maschine fand, für eine 700 hatte die doch einen recht guten Sound. Zum Rumschoppern, also zum Rumcruisen, war die echt super. Ich hatte einen anderen Lenker verbaut, einen Ape-Hänger. Was denn noch alles? Ja, ich habe eine kleine, naja, CC-Bar, so ein CC-Bügel hinten dran gemacht für Gepäck, für Zelt und alles drum und dran. Das war alles super. Ja, soweit war die super. Was mich aber gestört hat, am meisten waren wirklich dann auf weiten Touren die Rückenschmerzen. Ich habe aber dann genau die Wilma hier gesehen. Mehr oder weniger zufällig. Ich meine, ich glaube, ihr kennt das. Ihr guckt immer zwischendurch mal bei Mobile, bei eBay Kleinanzeigen nach Motorrädern und ach, was könnte mein nächstes Motorrad werden? Oder die Maschine habe ich früher mal besessen. Ach, was kostet denn heute vielleicht irgendwie als, was weiß ich nicht, Motorrad für die Eisdiele oder. Ich denke, einige haben mehrere Motorräder. Dann habe ich die Maschine gesehen. Ich bin sofort hingefahren, habe mir die angeguckt, weil die ist Checkheft gepflegt, noch bis heute. Ich habe sie dann angeguckt, habe mit dem gequatscht und alles und die stand schon direkt super da. Und ich habe ja im letzten Video gesagt, dass genau dieses Z-Modell immer schon mein Traummotorrad war. Und wie ihr ja jetzt wisst, habe ich ja schon so einige Motorräder besessen und ich hätte mir so schon wirklich lange kaufen können. Aber ich weiß auch nicht. Also man ist manchmal blöd. Wirklich. Sein Donkoffe. Ich habe dann kurzerhand mein Moped ins Internet gesetzt und die war auch echt schnell verkauft. Und ich habe auch keinen Verlust gemacht und jetzt auch kein Mega Plus im Vergleich zum Kaufpreis von der Suzuki Intruder. Die ist auch in richtig gute Hände gegangen. Jetzt habe ich nur noch die Z750 und ich bin auch gerade auch sehr zufrieden. Ich schaue aber auch wieder nach einer zusätzlichen Shopper, aber diese hier gebe ich einfach nicht mehr ab. Außer natürlich, ich würde sie gegen einen neueren Z ersetzen. Aber ich würde, glaube ich, jetzt sowieso einige Jahre damit fahren wollen, weil die ist super gepflegt. Ich habe hier noch viel Potenzial, was ich noch verändern könnte, aber nicht muss. Und ich bin auch einfach zufrieden. Die Leistung reicht, die hat, was hat die, 110, 111 PS? 57 Kubik. Klar, man muss ein bisschen orgeln. Das ist aber genau das, was ich mag an Motorrädern.
Die kreischen halt einfach mehr und das mag ich richtig. Die Wilma kennt ihr, die anderen Mopeds werde ich euch eingeblendet haben, denke ich. Ich denke, das war es auch zu dem Video. Und ich hoffe ja, ihr habt Ostern gut überstanden. Haltet die Ohren steif. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin halte ich die Straße auf Trab hier. Okay, bis dann, Leute.